Ich glaube, manche der Dinge, die wir für das Problem halten, sind nicht wirklich das Problem. Wir sind das Problem. Unser Klagen, Murren und Jammern ist vermutlich ein viel größeres Problem, als wir uns vorstellen können. Ich bin entschlossener denn je, alles zu tun, was ich tun kann, um Gott dankbar zu sein und es ihm auch zu sagen. Und nicht nur ihm, sondern auch anderen Menschen. Wir müssen den Menschen in unserem Leben sagen, dass wir sie schätzen. Wisst ihr, wofür ich dankbar bin? Für all die Menschen, die mir helfen, zu tun, wozu Gott mich bestimmt hat. Bevor wir heute hergekommen sind, haben Dave und ich uns darüber unterhalten, wie erstaunlich es ist, dass Gott uns immer so viele Menschen schickt, die Veranstaltungen wie diese möglich machen. Ihr habt keine Vorstellung davon, wie viele Menschen dafür gearbeitet haben, dass ihr hier heute auf einem Stuhl sitzen und die Veranstaltung genießen könnt, bevor ihr wieder hinausgeht, einen Kaffee trinkt und zu Mittag esst und wieder nach Hause fahrt. Es ist erstaunlich, wie viel Arbeit das erfordert und wie motiviert die Helfer sind. Es ist wirklich eine Schande, wenn Menschen, die das Vorrecht haben, an einem Ort wie diesem zu sein, sich nie die Mühe machen, Danke zu sagen, aber sofort anfangen zu nörgeln, wenn ihnen etwas nicht passt. Das ist eine der größten Tragödien, die es heute auf der Welt gibt. Und nichts zeigt uns deutlicher an, wie wenig wir Gott schätzen. Oder? Ich habe mir schon vor längerer Zeit überlegt, worüber ich heute reden will. Und ich habe deshalb beschlossen, mir etwa 8 Wochen lang alles aufzuschreiben, was in meinem Leben passiert, das ich nicht geplant oder erwartet hatte und das unangenehm oder ärgerlich für mich war, mit dem Ziel, diese Liste dann in meinen Vortrag einzuarbeiten. Hier sind also einige Dinge, die mir in den letzten 8 Wochen passiert sind. Wir hatten 24 Stunden lang kein Wasser. Meine Tante hatte Bläschen im Auge und ich musste mit ihr zum Augenarzt. Ich hatte Probleme mit einem Angestellten. Dave musste sich am Rücken operieren lassen und konnte nicht mit mir nach Indonesien reisen. Ich flog 47 Stunden und war 7 Tage unterwegs, um die Menschen dort zu lehren. Und in dieser Zeit war die Stadt zum ersten Mal seit 5 Jahren überflutet. Zur selben Zeit kam meine Tante mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. 3 Stunden, nachdem ich zurück war und noch mit Jetlag zu kämpfen hatte, bekam ich einen Anruf vom Krankenhaus. Jemand muss ihre Tante abholen, sie wird entlassen. Es gab erneut Probleme mit einem Angestellten. Unsere Internetseite funktionierte 2 Tage lang nicht und das Telefon fiel aus. Ich klemmte meinen Zeh am Fuß des Sofas ein. Zum Glück war es nicht der Zeh, den ich mir gezerrt hatte, aber es war derselbe Fuß. Ich hatte nun also 2 verletzte Zehen. Mir fiel in der Speisekammer eine Schachtel Kekse hinunter. Sie zerbrachen und die Krümel lagen überall. Ich musste meiner Tante sagen, dass sie ins Pflegeheim kommen würde, weil sie sich nicht mehr allein versorgen konnte. Ich hatte 7 Tage lang ein Magen-Darm-Virus. In meinem Hotel fanden den ganzen Tag über Feueralarmproben statt. Ich bestellte eine Bettdecke und die falsche wurde geliefert. Heute Morgen machte ich mir Kaffee, aber ich hatte die Kanne nicht richtig drunter gestellt und so war die halbe Tasse voller Kaffeesatz und ich musste 9 machen. Ich sage euch, vor 10 Jahren hätten mich diese 8 Wochen total verärgert und frustriert. Ich hätte gar nicht mehr aufgehört zu schimpfen und gesagt, ich kann es einfach nicht glauben. Wie ist das möglich? Warum ich? Bäh, 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 bäh. Warum passieren immer mir solche Dinge? Aber von alledem hat mich nichts aus der Ruhe gebracht oder aufgerieben. Es hat mich keine Kraft gekostet. Über manche Dinge habe ich sogar herzlich gelacht. Dave kann euch das bestätigen. Am selben Abend, an dem ich meinen Zeh am Couchbein einklemmte, fiel mir die Schachtel Kekse hinunter. Ich war gerade auf dem Weg ins Bett und die Krümel lagen einfach überall. Ich versuchte auf Händen und Knien, sie einzusammeln und lachte mich dabei kaputt. Er kam rein und fragte, was ist so lustig? Ich sagte, ich habe auf dem ganzen Boden Kekse verteilt und jetzt hebe ich sie wieder auf. Er sagte, ich freue mich total darüber, wie sehr sich deine Einstellung in den letzten Jahren verändert hat.
Selbst wenn ich mich aufgeregt hätte, wären die Kekse nicht von allein wieder in die Schachtel zurückgewandert. Deshalb könnt ihr ebenso gut lernen, die Dinge zu nehmen, wie sie kommen, und einfach dort glücklich zu sein, wo ihr gerade seid. Euer Gejammer ändert nichts. Ich sag euch etwas. Ich glaube an das, was ich euch heute lehre. Es ist so einfach. Es ist nichts Tiefgreifendes und nichts Neues. Aber wenn ihr dieses Jahr mit einer neuen Einstellung anpackt und Gott bittet, dass er euch hilft, nicht zu jammern und stattdessen dankbar zu sein, glaube ich wirklich, dass ihr die Erfolge erzielen könnt, auf die ihr gehofft habt. Ich glaube, manche der Dinge, die wir für das Problem halten, sind nicht wirklich das Problem. Wir sind das Problem. Ist euer Problem das Problem oder ist eure Einstellung gegenüber eurem Problem das Problem? Nochmal. Ist euer Problem das Problem oder ist eure Einstellung gegenüber eurem Problem das Problem? Ich glaube, die Leute da drüben müssen das auch hören. Ist euer Problem das Problem oder ist eure Einstellung gegenüber eurem Problem das Problem? Wisst ihr was? Jeder einzelne von uns hat viel mehr Gründe, dankbar zu sein, als Gründe zu jammern. Jeder einzelne von uns hat viel mehr Gründe, dankbar zu sein, als Gründe zu jammern. Und wenn wir Gott loben und dankbar sind, öffnen wir dem Heiligen Geist die Tür dafür, wunderbare Dinge in unserem Leben zu tun. Wenn wir hingegen jammern, öffnen wir dem Teufel die Tür. Oh. Okay, ich werde es euch beweisen. 4. Mose 21, die Verse 4 bis 7. Gott, ich bete, dass du es uns jedes Mal bewusst machst, wenn wir jammern oder klagen, damit wir unsere Klage in ein Lob verwandeln können. Die Israeliten brauchten 40 Jahre für eine Reise von 11 Tagen. Ziemlich dämlich, oder? 40 Jahre für eine Reise von 11 Tagen. Für mich ist das eine der erstaunlichsten Geschichten in der Bibel, aber trotzdem tun wir dasselbe. Ist es immer der Teufel, der verhindert, dass wir bekommen, was wir wollen? Oder ist es die Art und Weise, wie wir auf die Umstände und Situationen unseres Lebens reagieren? Ich glaube, der Teufel tut sich sehr schwer damit, einen zufriedenen, glücklichen Christen zu kontrollieren. Sie wanderten also all die Jahre dort draußen herum und machten ihre Feinde dafür verantwortlich. Vor vielen Jahren arbeitete ich eine Vortragsreihe aus, die ich Wüstenmentalität nannte. Gott zeigte mir, dass nicht die Feinde der Israeliten schuld an ihrer Situation waren. Es waren nicht die Girgashiter und die Hiviter, die Jebusiter und die anderen Iter. Wir alle haben unsere Iter. Vielleicht sind es unsere mürrischer Nachbar-Iter, der Rückenschmerz-Iter oder die schwieriger Chef-Iter. Wir alle haben sie. Aber sie waren nicht das Problem. Das Problem war ihre Einstellung. In meiner Vortragsreihe über dieses Thema beleuchte ich 10 oder 12 der Haltungen, die meiner Meinung nach verhinderten, dass sie Fortschritte machten. Und eine davon war ihr Gejammer. 4. Mose 21, Vers 4. Und sie zogen vom Berg Hor in Richtung des Roten Meeres, um Edom zu umgehen. Und die Menschen wurden, aufgrund der Schwierigkeiten auf ihrem Weg, ungeduldig, deprimiert und entmutigt. Wegen der 37 Punkte, die auf ihrer Liste standen, oder wie viele auch immer es waren. Und sie klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und wir hassen dieses dünne, verachtenswerte und gehaltlose Manna. Dasselbe, was sie kurze Zeit vorher als ein Wunder betrachtet hatten, verachteten sie jetzt. Beklagt euch nicht darüber, dass ihr das große Haus putzen müsst, um das ihr Gott gebeten habt. Ich spüre den Heiligen Geist. Stimmt. Jammert nicht, weil ihr das Auto waschen müsst, das Gott euch großzügig geschenkt hat. Wenn ihr es nicht waschen wollt, könnt ihr zu Fuß gehen oder mit dem Bus fahren.
Wie viele andere auch, die kein Auto besitzen, oder? Beklagt euch nicht über die Kinder, um die ihr Gott gebeten habt. Beklagt euch nicht über den Menschen, mit dem ihr verheiratet seid. Ihr habt 15 Jahre dafür gebetet, einen Ehepartner zu finden. Jetzt habt ihr ihn und nun seid glücklich damit. Vers 5. Und sie klagten Gott und Mose an, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und wir hassen dieses Manna. Da schickte der Herr feurige Giftschlangen und sie bissen die Menschen und viele der Israeliten starben. Daraufhin liefen die Menschen zu Mose und sagten, wir haben gesündigt. Ach, wirklich? Ich meine, warum muss es erst so weit kommen, damit wir erkennen, dass unsere Einstellung uns in Schwierigkeiten bringt? Ich sage, warum muss es erst so weit kommen, damit wir endlich erkennen, dass unsere Einstellung uns in Schwierigkeiten bringt? Wir können dem Teufel die Tür vor der Nase zuschlagen, wenn wir einfach glücklich bleiben. Glücklich zu sein ist besser. Aber Schwester, wenn du meine Probleme hättest, wärst du auch nicht glücklich. Ihr wisst nicht, was in meinem Leben alles so vor sich geht. Ihr wusstet nicht, wie es mir in all den Jahren ging, als ich euch lehrte und mich dabei fühlte, als würde mein Kopf zerspringen. Ihr wisst nicht, was im Leben anderer vor sich geht. Und wir wissen auch nicht alles, was in unserem eigenen Leben geschieht. Aber Gott weiß es. Und er ist der Einzige, der etwas daran ändern kann. Das wird er auch tun, wenn wir beten und ihm danken. Aber solange wir nur jammern, sind ihm die Hände gebunden. Vers 7. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und sagten, wir haben gesündigt. Was sagten sie nun, worin ihre Sünde bestand, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe gemacht haben? Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Und dann befestigten sie eine Bronzeschlange an einer Stange und wer diese Schlange ansah, wurde geheilt. Natürlich wissen wir, dass das ein Bild für Christus ist, der am Kreuz unsere Sünden getragen hat. Und Gott sei Dank können wir in allen Schwierigkeiten auf ihn sehen. Er wird sich uns immer als barmherzig und gnädig erweisen, unsere Sünden vergeben und unsere Situation zum Guten wenden. Es geht also nicht darum, dass uns nicht vergeben werden kann. Die Frage ist nur, warum verschwenden wir so viel Zeit, Mühe und Energie? Wisst ihr, es ist großartig, dass uns vergeben werden kann, aber es gibt etwas, das noch besser ist. Lasst uns klug genug sein, dass wir gar nicht erst in Schwierigkeiten geraten. Ich will mein Leben nicht damit verbringen, das Falsche zu tun und dann Gott zu bitten, mich aus meinen Schwierigkeiten herauszuholen, zu sündigen und Vergebung zu erhalten, mich mit Schuldgefühlen herumzuplagen und sie wieder loszuwerden. Ich möchte über das hinauskommen und an den Punkt gelangen, an dem ich vom Heiligen Geist geleitet werde. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Ich glaube, dass Gott immer, bevor wir in Schwierigkeiten geraten sind, mehrmals versucht hat, uns zu sagen, dass wir das, was uns in Schwierigkeiten bringt, nicht tun sollen. Aber wir sind wie kleine Kinder. Wir müssen alles ausprobieren und sehen, was passiert. Johnny, fass nicht auf die Herdplatte, sie ist heiß, heiß. Ich habe es dir doch gesagt. Ich habe dir gesagt, du sollst sie nicht anfassen. Ihr versteht, wie wichtig das ist, oder? Das ist nicht nur so dahingesagt. Ich glaube, das ist etwas, das wir im Gebet bewegen sollten. Wir sollten uns damit beschäftigen. Wisst ihr, ihr werdet nicht bekommen, was ihr braucht, nur weil ihr heute diesen Vortrag hört. Ganz bestimmt nicht, denn das ist nichts, was wir leicht in den Griff bekommen. Es liegt in unserer Natur, zu murren, zu jammern und zu klagen. Aber ich glaube, Gott will, dass wir wie Lichter sind, die eine dunkle Welt erhellen. Und dass wir ihn loben, während alle anderen jammern, bis sie heiser sind. Ich möchte euch einen Bibelvers zeigen, der genau das aussagt. 1. Korinther 10, Vers 9. Wir sollten den Herrn weder versuchen, noch seine Geduld auf die Probe stellen, für ihn zur Plage werden, ihn kritisch beurteilen oder seine Güte ausnutzen, wie manche von ihnen es getan haben und dann von giftigen Schlangen getötet wurden.
klagt auch nicht voller Unzufriedenheit, wie manche von ihnen es getan haben und vom Zerstörer, dem Tod, aus dem Weg geschafft wurden. Was ihnen widerfahren ist, dient uns als Vorbild, als Beispiel und als Warnung. All das wurde aufgeschrieben, um uns zu ermahnen und uns durch gute Lehre im rechten Handeln zu trainieren. Was sagt Paulus also? Er sagt, ich schreibe hier auf, was den Israeliten in 4. Mose widerfahren ist, damit wir daraus etwas lernen können und nicht tun, was sie getan haben. Ihr könnt dem Teufel die Tür vor der Nase zuschlagen, wenn ihr Probleme habt, indem ihr etwas findet, für das ihr Gott danken könnt. In der Bibel heißt es, was immer geschieht, seid dankbar. Dankt Gott in allen Situationen. Dankt ihm, ganz gleich, was euch widerfährt. Wir können immer und in jeder Situation etwas finden, für das wir dankbar sein können. Vielleicht findet ihr an der Person, mit der ihr verheiratet seid, jede Menge Fehler. Und wenn ihr euch einmal die Zeit nehmen würdet, eine Liste all der Dinge zu machen, die ihr an eurem Partner mögt, würden euch die Punkte, die ihr nicht mögt, gar nicht mehr interessieren. Aber das ist etwas, das wir uns bewusst vornehmen müssen. Wir können nicht darauf warten, bis uns danach zumute ist. Wir müssen es einfach tun. Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein und mich mit dem zu begnügen, was ich habe, ob ich nun wenig oder viel habe. Er sagte nicht, dass ihm jede Situation gefiel. Er sagte, ich habe gelernt, mich mit dem zu begnügen, was ich habe. Das bedeutet nicht, dass er sich keine Veränderung wünschte, aber er sagte, ich bin zufrieden. Wisst ihr was? Wenn ich mich in dem Leben, das Gott mir geschenkt hat, innerhalb von 8 Wochen jedes Mal mit 37 Dingen, wie sie hier auf meiner Liste stehen, abfinden müsste, könnte ich immer noch glücklich sein, denn ich habe ein wirklich wunderbares Leben. Warum sollte ich zulassen, dass mir all das meine Freude stiehlt und ich die guten Dinge, die Gott tut, nicht mehr wahrnehme? Seht ihr, was passiert, wenn wir uns darauf konzentrieren, was Gott nicht tut? Wir achten nicht mehr auf das, was er tut. Gut, viele von euch wissen das und verhalten sich entsprechend. Ich weiß, dass ihr hier viel Ermutigung bekommt. Dies ist eine wunderbare Gemeinde. Aber an diesen Punkt müssen wir immer wieder erinnert werden. Es reicht nicht aus, wenn wir das in der Kirche hören. Wir müssen es im Alltag auch beherzigen. Lasst uns Philipper Kapitel 2 aufschlagen. Kürzlich habe ich über die Endzeit gelehrt und darüber, wie wir in dieser Zeit leben sollten. Und mein wichtigster Punkt dabei war, dass wir uns nicht an die Welt anpassen dürfen. Wir müssen aus ihr herausragen. Es besteht heute die große Gefahr, dass wir uns an das anpassen, was um uns herum geschieht, sodass wir uns gar nicht mehr von der Welt unterscheiden. Ich will nicht nach den Christen suchen müssen. Ich will, dass sie hervorstechen. Wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, der Christ ist, möchte ich das schon nach kurzer Zeit merken können. Wir sollten anderen Menschen unsere Beziehung zu Gott nicht aufdrängen, aber sie muss ein Teil unseres alltäglichen Lebens sein. Sie muss einfach gegenwärtig sein. Schämt euch nie für den Namen Jesus. Schämt euch nie dafür, dass ihr Christen seid. Glaubt nicht, dass ihr das verbergen müsst. Philipper 2, die Verse 14 und 15. Das ist so gut. Tut alles ohne Murren und Kritisieren und Klagen. Alles, was ihr tut, ob ihr nun das Auto fahrt, den Abwasch erledigt, in einer Schlange steht, Wäsche wascht oder den Rasen mäht. Soll ich euch etwas sagen? Ich glaube von ganzem Herzen, dass gerade in diesen kleinen Dingen unser Charakter geprüft wird. Es geht nicht darum, ob ihr bereit seid, nach Afrika zu gehen, wenn Gott euch dahin ruft. Die Frage ist, könnt ihr den Rasen mähen, ohne euch zu beklagen? Könnt ihr im Supermarkt einkaufen gehen, ohne über die hohen Preise zu jammern? Aber sie sind doch hoch. Wenn ihr euch darüber beklagt, werden sie auch nicht niedriger. Wisst ihr, was ich in dieser Situation sagen würde? Gott, ich danke dir, dass du mir so viel Geld schenkst, dass ich mir genug zu essen kaufen kann. Und wisst ihr was? Ich weigere mich, mich davor zu fürchten, was heute in der Welt geschieht. Aber sie sagen noch, dass das Benzin immer teurer werden wird und. Nun wisst ihr, was ich dazu sage? Was immer passiert, Gott wird mir das Geld geben, damit ich mir von allem so viel kaufen kann, wie ich brauche.
Ich weiß, dass manche Menschen schwierige Zeiten durchleben. Ich weiß das. Und vielleicht denkt ihr, ich habe dieses ganze glückliche Tour ausprobiert und habe immer noch viele Probleme. Nun, Gott ist nichts, das man ausprobiert. Ihr müsst seine lebensverändernden Prinzipien in euer Herz hineinlassen und sagen, Teufel, ich habe den längeren Atem, ich werde gewinnen. Ich halte durch. Gott ist auf meiner Seite und ich werde eine Veränderung erleben und gute Dinge in meinem Leben sehen. Und du wirst meinen Mund nicht dazu benutzen, um ständig zu murren und zu jammern und zu klagen, denn Gott ist gut zu mir. Wisst ihr, wenn euch sonst nichts einfällt, könnt ihr zumindest in den Spiegel schauen und sagen, ich gehe nicht in die Hölle. Halleluja! Meine Sünden sind mir vergeben und ich komme nicht in die Hölle. Ich werde ewig leben. In der Gegenwart Gottes. Oder? Hört zu, denn das ist wichtig für die Zeiten, in denen wir leben. Tut alles ohne Murren und Kritisieren und Klagen gegen Gott, ohne es in Frage zu stellen oder zu zweifeln, damit ihr, warum, damit ihr euch als schuldlos und ohne Tadel erweist, unschuldig und nicht verunreinigt, Kinder Gottes ohne Makel, fehlerlos und tadellos, inmitten einer verkehrten und bösen Generation, die geistlich pervertiert und verdorben ist. In ihr sollt ihr leuchten wie helle Lichter. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen. Wir haben gesehen, dass wir in der Finsternis dieser Welt das Licht sind. Wir müssen einfach anfangen zu leuchten. Und wenn unser Licht noch nicht hell genug ist, lasst uns ein wenig zulegen. Lasst uns stärker leuchten. Und in diesem simplen kleinen Vers heißt es, hey, ihr könnt euer Licht hell leuchten lassen, wenn ihr nur aufhört, euch zu beklagen. Wisst ihr, wie ungewöhnlich es ist, wenn man in dieser heutigen Welt auf jemanden trifft, der sich nicht über alles beklagt? Wisst ihr, wie schwierig es ist, 2 Stunden lang im Stau zu stehen und sich nicht aufzuregen? Ah! Ihr fragt euch, ob ich das immer schaffe? Absolut nicht. Aber ich nehme alles, von dem ich glaube, dass Gott es mir gesagt hat, sehr, sehr ernst. Ich möchte, dass die Kraft meiner Gebete zunimmt. Ich will, dass sie sich vervielfacht. Wenn ich bete, will ich schneller als je zuvor sehen, dass meine Gebete beantwortet werden. Und ich will für andere Menschen beten und erleben, dass meine Gebete für sie sich schneller als je zuvor erfüllen. Wenn ihr euch über etwas beklagt, braucht ihr euch nicht die Mühe zu machen, darüber zu beten. Das hat Gott mir gesagt. Lasst uns hell leuchtende Lichter in dieser finsteren Welt sein. Wofür könnt ihr dankbar sein? Es gibt so vieles. Wofür können wir in diesem Moment dankbar sein? Nun, lasst mich überlegen. Ich bin dankbar, dass ich gestern gelehrt habe und heute lehre und bald fertig bin und dann nach Hause gehen kann. Das bedeutet nicht, dass ich nicht dankbar bin, hier zu sein oder dass ich nur ungern lehre, aber wir freuen uns alle, wenn wir etwas bewältigt haben. Es gibt immer etwas, für das wir dankbar sein können. Ihr müsst nur die Augen aufmachen. Auch wenn euch 5 Körperteile wehtun, könnt ihr Gott für diejenigen danken, die euch nicht wehtun. Stimmt. Ich bete im Namen Jesu für euch alle. Dass Gott euch diesen Vortrag im Laufe der nächsten Wochen immer und immer wieder ins Gedächtnis ruft. Nicht damit ihr euch schlecht fühlt, sondern damit ihr weiterkommt. Hilf uns, Gott, keine Klage ohne eine Vision zu haben. Hilf uns, dass wir nicht über etwas jammern, an dem wir nicht bereit sind, etwas zu ändern. Hilf uns, Gott, unser Licht in dieser dunklen Welt leuchten zu lassen. Ich glaube, wir können für dich wirken, indem wir einfach in die Welt hinausgehen und immer etwas finden, über das wir uns freuen können. Vater, ich bete, dass du uns unsere Klagen vergibst und alle Türen, die wir damit geöffnet haben, heute durch deine Gnade und Barmherzigkeit schließt. Bitte lass uns nochmal neu anfangen
und für alles, was du in unserem Leben getan hast, dankbar sein. Ich glaube, je mehr wir über eine Situation jammern, umso länger werden wir darin stecken bleiben. Wenn wir in unserem Leben Erfolg sehen wollen, müssen wir anfangen, dankbar zu sein und Gott zu loben. Wir sollten dankbar für das sein, was Gott in unserem Leben tut und nicht nur darauf sehen, was er noch nicht getan hat oder was uns fehlt. Sehen Sie auf das Positive und darauf, was Sie haben und seien Sie dankbar dafür. Das sollten wir alle tun. Als meine jüngste Tochter geboren wurde, war mein Mann so ärgerlich, dass er mir in den Bauch trat und so meine Frauenorgane verletzte. Wie Sie sicher wissen, gibt es viele Orte auf der Welt, wo allein die Tatsache, dass man ein Mädchen und kein Junge ist, das Leben sehr schwierig macht. Einer dieser Orte ist Indien. Ich musste zwei meiner Töchter hierher schicken, um in diesem Heim zu leben, damit sie eine gute Schulbildung bekommen und ein gutes Leben haben. Wenn sie nicht hier wären, würden sie auf der Straße leben. Jetzt haben sie eine Chance, sich ein Leben aufzubauen, und sie sind in Sicherheit. Ich bin sehr glücklich und dankbar. Die Mädchen, die Sie hinter mir sehen, leben in einem von Hand of Hope geförderten Kinderheim. Sie können so nicht nur in Sicherheit und einer liebevollen Umgebung leben, sondern erfahren auch, dass wichtig ist, was Gott über sie sagt, nämlich, dass sie wertvoll und geliebt sind. Haben Sie auch etwas mit Gott erlebt? Dann rufen Sie uns an. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Zu einem guten Morgen gehört ein gutes Frühstück. Und die tägliche Andacht von Joyce. Frische Impulse und gute Gedanken, die Kraft geben für den Tag. Abonnieren Sie die Andacht kostenlos auf joyce-meyer.de/andacht oder auf Facebook. Fangen Sie den Tag gleich richtig an. Es lohnt sich. Unterwegs im Leben holt man sich schon mal den einen oder anderen Kratzer. Schwamm drüber. Aber handfeste Kränkungen können das Leben vollständig lahmlegen. Wie überwindet man Zorn und Bitterkeit? Lesen Sie dazu das Buch von Joyce Meyer, Tu dir selbst einen Gefallen, vergib. Und starten Sie befreit in Ihre Zukunft. Bestellen Sie das Buch Tu dir selbst einen Gefallen, vergib, jetzt im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.